Lohnt es sich 2023, Kolibri auf deinem Thailand-Trip einzubinden? In diesem Video erfährst du, ob es eine gute Idee ist oder ob du es vielleicht lassen solltest. Viel Spaß dabei! Check, check, check. Yo, was geht? Ich bin Danny. Koh Lipe ist eine wunderschöne Insel im Süden von Thailand und ich war dieses Jahr im Januar 2023 dort und möchte dir jetzt in diesem Video verraten, ob es eine gute Idee ist oder ob du es vielleicht einfach skippen kannst. Falls du überhaupt noch nichts davon gehört hast, Koh Lipe ist bekannt als ja, die Malediven von Thailand. Also es ist super, super schön dort, was das Wasser angeht. Du hast kristallklares Wasser. Es ist eine winzig kleine Insel. Wenn du mehr über die Insel Koh Lipe erfahren möchtest und was man da tun kann, verlinke ich dir auf jeden Fall ein Video von mir. Das habe ich nämlich schon veröffentlicht. Da geht es darum, was kann man überhaupt auf Koh Lipe machen, und ein paar Tipps und Empfehlungen von mir sind damit enthalten. Ansonsten, also, du bist Backpacker oder reist gerade durch Thailand, möchtest nicht nur einen Ort sehen, sondern möchtest mehrere Orte bereisen. Und hast Koh Lipe schon mal gehört? Also Koh Lipe ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, wenn man die Zeit dafür hat. Denn Koh Lipe ist ziemlich weit abgeschieden und demnach lässt es sich einfach nicht auf jedem Trip ja, unterbringen. Man kann es natürlich immer einrichten, dass man nach Koh Lipe fährt, aber man darf halt nicht vergessen, von Krabi, Phuket oder Koh Lanta kann man anreisen. Es gibt, glaube ich, noch andere Möglichkeiten, aber das sind so die drei größten Urlaubsorte, in denen man wahrscheinlich vorher war. Und die Fährfahrt dauert dann halt einfach mal 2 bis 3 Stunden. Aufgrund von Corona sind die normalen Fähren momentan gar nicht verfügbar. Also die haben alles runtergeschraubt und es gibt nur noch Speedboote, was auf der einen Seite cool ist, weil es einfach wesentlich schneller geht. Also die 2-3 Stunden sind auf Speedboote bezogen. Auf der anderen Seite ja, ist halt ein bisschen kostspieliger, aber ja, obwohl doch, das kann man schon sagen, denn ich persönlich war schon etwas, ja, schockiert ist das falsche Wort, aber so teuer, weil man ist halt einfach in Thailand gewohnt, alles ist verdammt günstig. Und auf Koh Lipe, ich bin von Koh Lanta nach Koh Lipe gefahren, das ist quasi die kürzere Strecke, dauert trotzdem 2,5 Stunden und es hat gekostet, lasst mich lügen, ich werde es hier einblenden, aber es waren auf jeden Fall irgendwas zwischen 40 und 45 Euro, soweit ich weiß. Und ja, das ist natürlich für One-Way, wohlbemerkt, gar nicht mal so günstig. Gerade wenn man eh nur eine kurze Zeit in Thailand ist, also mit kurz meine ich 3 Wochen, 4 Wochen, irgendwie sowas, vielleicht sogar auch nur 2 Wochen, dann kann man natürlich dahin fahren, aber dann lohnt es sich nicht für 2-3 Tage dahin zu fahren. Oder man will einfach das Geld dafür ausgeben. Denn Koh Lipe hat natürlich auch ein paar positive Aspekte. Also allgemein ist Koh Lipe eigentlich schon positiv, kann man sagen. Aber aufgrund von zum einen Preis, also die Anfahrt, dadurch, dass es so abgelegen ist. Und daher ist wahrscheinlich auch alles andere auf Koh Lipe ziemlich teurer. Das sind so die Negativpunkte von Koh Lipe. Also kann man das halt ein bisschen abwägen. Ist etwas teurer, ist ein bisschen abgelegener. Und jetzt kommen aber die positiven Punkte. Es hat kristallklares Wasser, genauso wie man es halt einfach hört und mitbekommt. Und daher ist es einfach echt geil zum Tauchen. Wobei ich auch wiederum dazu sagen muss, es kommt halt voll drauf an. Ich habe eine sehr, sehr gute Taucherfahrung gehabt. Ich habe auch von sehr vielen gehört, dass sie auch eine gute Taucherfahrung haben. Also tendenziell wird man dort sehr geil tauchen können. Ich habe eine Sicht von bestimmt 20 Metern gehabt und in Thailand ist das schon ziemlich gut. Und die Unterwasserwelt ist auch sehr nice. Also da hat man richtig schöne Korallen. Schöne Farben, so lila Korallen habe ich jetzt vorher so auch noch nicht gesehen. Ja, aber das Ding ist halt einfach, wenn ihr da hinkommt und ihr seid nicht in der richtigen Saison, es hat gewindet, geregnet, was auch immer, das Wasser ist aufgewühlt, ihr habt keine gute Sicht, muss man einfach mit dem Hinterkopf behalten. Das kann einfach beim Tauchen überall und immer passieren, aber ich würde schon sagen, dass Koh Lipe mit das Schönste ist, was man zum Tauchen in Thailand machen kann.
wo man gut tauchen kann. Da kann man mit Sicherheit auch sehr schön schnorcheln. Ich persönlich war jetzt nicht schnorcheln, habe aber von vielen gehört, die das gemacht haben, die damit sehr zufrieden waren. Und ist irgendwie auch logisch, wenn es schön zum Tauchen ist, wird es auch zum Schnorcheln nice sein, gerade wenn die Wasserverhältnisse, die Wasserbedingungen, die Wasserqualität ziemlich geil ist. Ich habe ja schon erwähnt, Kolipe ist ziemlich weit abgeschieden. Das ist zwar ein Nachteil, wenn man nur Thailand bereist. Wenn man allerdings vorhat, nach Malaysia rüber zu jetten, zum Beispiel nach Langkawi, beziehungsweise eigentlich nur, wenn man nach Langkawi möchte, dann lohnt es sich extrem, denn Kolipe hat keinen Flughafen, kann aber mit dem Boot nach Langkawi, Malaysia fahren und dann kann man seine Malaysia-Reise fortführen. Anfangen, wie auch immer. Oder umgekehrt geht es natürlich auch, wenn du vorher in Malaysia gewesen bist und dann nach Thailand reisen möchtest, kannst du das unter anderem von Langkawi nach Kolipe mit dem Boot machen, was irgendwie auch mal eine ziemlich coole Erfahrung ist, quasi den ganzen Immigrationsprozess in Kolipe am Strand zu machen. Des Weiteren ist die Insel bekannt für Honeymoon. Habe ich persönlich jetzt so nicht erlebt, aber hat man oft gehört dort. Und bietet sich auch irgendwie an. Es ist eine wirklich kleine Insel mit vielen schönen Restaurants und Cafés und Strandbars und allem drum und dran. Und ja, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Wesentlich günstiger als die Malediven. Dennoch sehr, sehr schön. Falls du auf der Suche nach einer Partyinsel bist, dann bist du dort natürlich nicht richtig. Kolipe ist schon eher eine sehr gechillte Insel. Da wird es nicht viele Partys geben. Ich habe da, um ehrlich zu sein, ich war da über eine Woche, nichts mitbekommen. Also da ist schon abends was los, keine Frage, besonders Bars und so weiter und so fort. Aber ab einer gewissen Uhrzeit, ich meine, das war so ab um die 11 Uhr, wurde alles Mögliche geschlossen und dann ist es einfach ruhig. Also keine Khao San Road oder Koh Phi Phi ähnlichen Partys. Falls euch Tauchen oder die Unterwasserwelt interessiert, dann checkt unbedingt mein Video dazu aus. Dann seht ihr einfach mal ein bisschen, was ich meine mit den lila Farben und was euch da unten so erwartet. Da kann ich vor allen Dingen auch Stonehenge empfehlen. Das ist so Nummer 1 Tauchdestination dort. Und das, was ich gemacht hatte, war Koh Tharu. Das hat sich auch gelohnt. Also war wirklich sehr, sehr schön. Und wenn ihr etwas hinter den Kulissen erfahren wollt von Kolipe, dann checkt unbedingt dieses Video ab. Denn ja, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, sage ich dazu. Und vielleicht bringt es den einen oder anderen etwas zum Nachdenken. Jo, und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's jetzt mit diesem Video von mir. Abonniert gerne den Kanal, gebt mir ein Like und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, peace out. Lohnt es sich in Kolipe 2032, Alter? Upsi. Test. Oh toll. Habe ich überhaupt aufgenommen?